Aber wo ist es? Wo ist das Portal? Nein, ich will das Portal finden. Geht's doch her? Ich bin im Nether verloren. So ein Kackerbau. Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft City. Ich möchte heute mich mal um meine Werkzeuge kümmern. Zum Beispiel mein Kobalthammer hat ein Upgrade, ein Modifier remaining und braucht ein bisschen Redstone Upgrade, glaube ich. Einfach damit es ein bisschen flotter geht. Meine Schaufel ist in Ordnung. Aber meine Pickaxe hat auch noch ein Modifier Upgrade übrig. Deshalb nehmen wir da auch nochmal Silk Touch Redstone drauf. Dann soll ich meinen Bogen mal reparieren. Und meine Rüstung. Einfach damit es gemacht ist. Weil sonst falle ich irgendwann vom Himmel, wenn einfach alles kaputt ist. So, ein Silk Touch Upgrade brauchen wir für den Hammer. Dann Redstone. Was brauchen wir noch? Ich glaube, die kann ich einfach über Level ab reparieren. Und das hoffentlich auch. So, und dafür müssen wir in die Altstadt. So, leckt ein bisschen. So, jetzt ist wieder stabil. Vielleicht bräuchte man auch mal eine Schmelze in der neuen Stadt. Dann müssen wir nicht immer hierher zurück. Wobei das da natürlich nicht ganz passend ist. Ach, ich bin noch doof. Ich habe doch einen Tisch bei mir stehen. Aber dann machen wir erstmal die anderen Sachen. Da bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen. Hier seht ihr noch was Neues. Ein Leuchtturm. Den hat Shadow TS gebaut. Sieht ganz ansehnlich aus. Hat auch hier oben eine Beleuchtung. Das sehen wir vielleicht, wenn es Nacht wird. Dann funktioniert nämlich die Beleuchtung. Und vielleicht schaffen wir es auch gleich, den Weg noch zu legen. Dann ist das hier nämlich abgeschlossen. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Werkzeuge, also um den Bogen und um meine Rüstung. Ja, ich kann den hier reparieren, das ist gut. Repair costs 57. Okay. Dann müssen wir hier mal noch ein bisschen. Hier mal weg. Nein! Was soll denn das? Hallo? Ich hab doch das gerade weggemacht. Ja, sorry. So, dann müssen wir hier mal noch ein paar Level raussaugen. So, Repair, fertig. Mein Bogen ist wieder so gut wie neu. Chestplate natürlich noch. Ja, ich habe die Rüstung schon lange nicht mehr repariert. Von dem her wird es mal wieder Zeit. Na, Repair passt. So, aber ich glaube, so viele Levels sind hier in dem Tank gar nicht mehr drin, oder? Das soll ich mir vielleicht in der neuen Welt auch mal irgendwas bauen, damit ich das mal guck, hier ist schon, wird schon leer. Ach, das kann ich noch gar nicht, weil
noch keine Verzauberung drauf ist. Dann machen wir hier einfach mal Soulbound drauf. Oh, genau 9. Ist das ja auch? Ja, keine XP mehr. Gehen wir mal schnell zu den Büschen hier. Für viel reicht es wahrscheinlich nicht. Hallo? Sesam, öffne dich. So, ist eine, ja, wahrscheinlich eine relativ langweilige Folge. Repair, gut. Repair. Ah, wir haben doch alles geschafft. Alles repariert. Dann können wir uns jetzt wieder zurück machen. Was haben wir denn hier noch drin? Broken Spawner. Skelett. Ja, können wir uns vielleicht noch die nächsten Folgen irgendwas draus basteln? Eine Mobfarm oder so. So. Wir gehen jetzt mal zurück, weil ich habe mir doch hier extra einen Tisch hingestellt. Tada! Silk Touch. Jo. Ne, so gehört das, glaube ich, gell? Oh, jetzt bin ich wieder. Dann kann ich da. Ist der voll mit Redstone? Mining Speed 6. Toll. Hier geht's. Hier kann ich hier upgraden. Das ist ja interessant. Mit 43. Zack, zack und fertig, oder? Noch nicht ganz. Jetzt. Was haben wir jetzt? 47 Speed. Ist schon mal ganz gut. Und mein Hammer hat jetzt Silk Touch. Das ist natürlich auch super. Da müssen wir nicht immer hier mit Cobblestone Vorliebe nehmen. So, was machen wir jetzt noch? Das war soweit ganz gut. Dann habe ich mir überlegt, ich stelle mein. Ups, falsch. Ich will mein Quarry noch umstellen. Das soll mal noch in den Nether, weil Quarz habe ich kaum was, Netherrack habe ich kaum was. Dachte, stellen wir einfach mal in den Nether. Ah, hier seht ihr auch noch was. Das habe ich letztes gebaut. Vielleicht können wir das kurz machen. Hier auf dieser großen Insel oder auf dieser Halbinsel soll nämlich auch noch was Riesiges entstehen. Und zwar so ein bisschen Fabrik- und Hafengebäude. Und ich habe mir gedacht, ich stelle hier einfach mal so ein kleines Jump'n'Run hin. Na, erstmal voll abgekackt. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Nein. Ist natürlich nur halb so interessant, wenn man hier den Angel Ring anhat. Mache ich jetzt gerade mal weg. Weil sonst kann ich ja fliegen. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Nein. Ja, gibt aber trotzdem irgendwie keinen Fallschaden. Ich hab selber gebaut und jetzt schaffe ich es nicht. Ist ja schon ein bisschen peinlich. Ah,
Aber man kann hier jeden Sprung schaffen, das weiß ich. Das soll auch noch ein bisschen größerer Teil werden. Dass hier auf dem Server ein bisschen so was Adventure-mäßiges noch drauf kommt. Warum? Ich kann ja immer noch fliegen. Ach so, wenn der im Inventar ist, kann man immer noch fliegen. Dann legen wir mal kurz in die Kiste. Ah, seht ihr, jetzt kriege ich schon Schaden. Kommen wahrscheinlich gleich hier ein paar Mobs an und wollen mich hauen. Das ist so, ja, das kleine Jump'n'Run, das ich letztens gebaut habe. Da werden, wie gesagt, noch ein paar dazukommen. Zombies ist natürlich auch wieder ohne Ende. So, aber wir wollten ja noch das Quarry schnell umstellen. Weil das war ja fertig. Ich habe natürlich einen Fehler gemacht. War ja logisch. Ich habe mich das Quarry viel zu tief platziert. Das heißt, es ist nur die Hälfte vom Vulkan bei mir im ME gelandet. Eigentlich wollte ich ja natürlich den ganzen Vulkan, um den schwarzen Basalt zu bekommen. Aber das ist eigentlich mal wieder ein bisschen verpeilt. Kann ja mal passieren. So, wo ist jetzt? Wo ist jetzt? Wo ist jetzt? Da ist es. So. Und da mir der Weg immer zurück in die Altstadt ein bisschen zu lang ist, werde ich jetzt hier einfach noch ein Netherportal erstellen. Und dann das Quarry da aufrichten. Errichten. Weiß noch nicht genau, wo ich es reinstelle, aber ich habe da eine Idee. Und zwar hier unten haben wir ja noch Platz. Wie viel braucht es? Muss 2 breit sein. Das soll es ja nach unten gehen zu meinem Schiffsanlegeplatz. Und dann machen wir hier einfach noch ja, so eine Art
Portalraum, wo dann diverse Portale noch rein sollen. Noch eins höher. Obsidian. Brauchen wir 10 Stück, glaube ich. 2, 4, ja. Und dann ein Flint in Steel. Ach ne, warte, den habe ich da oben. So, warte mal, Lampe nehme ich noch mit oder Fackel. Torch. Weil hier ist noch ein bisschen dunkel. Zünden. Sehr gut. Gucken wir mal, ob wir an derselben Stelle rauskommen. Ah ja. Ist also nicht so wild. Jetzt müssen wir uns nur einen Platz suchen fürs Ender Quarry. Vielleicht gehen wir einfach erstmal hier nach oben. Ah, warte mal, hier ist das vielleicht ein bisschen ungeschickt, weil da noch viele andere Sachen rumstehen. Eho. Let's go. Also, wir gehen Richtung Norden. Oh, das generiert sich hier ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. Hallo? Egal in welche Richtung ich fliege, immer tauchen neue Dinge auf. Es braucht gerade ein bisschen wirklich lange, bis es generiert ist. Okay, dann warten wir mal. Ne, jetzt will es nicht. Ja klar, wenn hier jetzt auch wieder eine Wand kommt. Warum braucht es hier so lange? Aha. Ey klar, überall wo ich hin. Na. Überall, wo ich hinfliege, hat es eine Wand. Oh, was ist denn hier los? Ghastland oder was? Einer war noch da. Oh, knapp verfehlt. Warum sehe ich den nicht? Eieiei. So, also wir suchen jetzt schnell noch einen Spot für unseren Ender Quarry. Und den markieren wir einfach mit. Ah, die Teile hat er gemeint, glaube ich. Medium Bone Segment. Ah, ShadowTS hat mir letztens erklärt, dass er irgendwelche weißen Dinger im Nether abbaut, damit er Bone Meal kriegt. Jetzt weiß ich, welche er meint. Okay, hier machen wir das einfach. Hier gehen wir nach oben. Muss man natürlich aufpassen, kann es natürlich sein, dass da irgendwann, dass ich auf Lava stoße. Ah, hier ist der Bedrock, okay. Dann gehen wir ein bisschen nach unten.
Bisschen klein wenig Platz machen hier. So, das reicht, oder? Ich würde schon sagen. Richtig, ja. Eigentlich geht der Abbau hier mit Pickaxe schneller wie mit dem Ender Quarry, glaube ich. Schon nicht, wer irgendwo gefährlich ist. Okay. Gut, das soll erstmal reichen. Oh ja, das reicht erstmal. Das ist, glaube ich, eine große Fläche. Die müssen wir erstmal bewirtschaften. Okay, Ender Quarry. Six Vessel established. Sehr gut. Arbeitet. Dann kommt der Transmitter noch hin. Den stellen wir so ein. Redstone. Control Status. Hi. Control Source enabled. Okay. Das heißt nur dann, wenn. Moment. Wollte hier gerade noch. Nur dann, wenn ein Signal ankommt, dann ist es aktiv. Und so soll es ja auch sein. So, dann gehen wir hier mal nach unten. Moment. Waypoint. New Ender Quarry. Quarry safe. Close. So. Dass wir auch das Ender Quarry wieder finden, weil sonst haben wir vielleicht ein Problem. Sehr gut. So. Oh, was bist du für einer? Ich kenne dich ja noch gar nicht. Ja. So, jetzt hoffe ich nur, damit wir, dass wir den Ausgang schnell wieder finden. Ich glaube, ich muss gleich Shadow fragen, ob der mir hilft, bevor der wieder disconnected. Shadow.
Kannst du mal ins Meter kommen? Habe mich verlaufen. Das gibt's gar nicht. Ah, warte mal, hier haben wir. Haben wir es gefunden? Nee, irgendwie sieht es nicht so aus. Pass auf, jetzt rufe ich Shadow und dann finde ich hier das Portal. Mein Gott! Hm, ja. Sollte ich wohl tun. Ah, ah! Geh weg! Noch? Hey! Man wollte verarschen hier. Aber wenn da ein Blazespawner ist, dann kann eigentlich das Portal gar nicht so weit weg sein. Oder? Also, würde ich zumindest sagen. Haufen Glowstone hat's hier. Da ist noch alles unberührt. Also ich glaube, ich bin schon noch eine Weile weg. Sieht ein bisschen aus wie zu Hause. Aber es scheint nicht zu Hause zu sein. Oh, und hier fehlt wieder. Ah, oh, okay. Gibt's nicht, ey. Voll verlaufen. Auch Erde? Ne, das ist Gravel. Okay. 144, 85. Oh Gott. Was habe ich gesagt? 85? Z 75, Y 85. Z 75 und das 85. Save. Edit. Und hier noch. Nether. Portal. Save. Close. Okay, danke. Bin genau in die falsche Richtung geflogen. Also, ich mache mir jetzt mal auf den Rückweg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War eine längere Folge wie geplant, durch das natürlich ungeschickte Verlaufen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder einen Kommentar. Und ja, bis dann. Ciao, Minecraft.